Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Wonderful 101 Remastered. Wir sind wieder quasi am Anfang unterwegs in Blossom City, nur dass Blossom City diesmal nicht mehr ganz so schön ist, sondern von den Aliens mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht wurde. Und man sieht es hier auch, alles ist ein bisschen kaputt, der Glasboden. Upsa, gesprungen, die Gebäude. Hoppla. Was tun die? Egal, was die tun, wir machen erstmal Zeitlupe. Upsa. Ui. Ja, sowas gar nicht mal gedacht gewesen. So. Platinum. Also einfache Kämpfe gehen. Nur diese immer wieder neu aufploppenden Bosskämpfe, wo man nicht weiß, was zu tun ist, die sind immer richtig grottig. Was irgendwie so ein bisschen schade ist. Aber gut, dafür ist das Game auch mega abwechslungsreich. Die charmante Eisenclown Wu Hongshong aus China. So, erstmal mitnehmen, was geht. Oh, da kam jetzt irgendwas von oben. Ich lieg auf dem Boden, komm her. Boah, Kämpfe gegen zwei sind immer so unübersichtlich. Aber jetzt sollte es eventuell nur noch einer sein. So, wo ist der eine? Da. Boah. Ach komm, irgendwas ist hier wieder auf dem Boden, was mich davon abhält, meine Morphs zu zeichnen. Okay, aber Kampf ist schon wieder vorbei, schon wieder Platinum. Irgendwas ist hier doch gerade regenbogenfarbig geworden, genau, der Mittelkreis. Das ist mal so ein bisschen nervig, wenn man im Kampf ist und der Morph nicht funktioniert, weil er da irgendwelche Sachen umkreisen will, mit denen man interagieren kann. François Claudel aus Belgien, die Totenpeitsche. Willkommen im Team, sag ich mal. Naja, hier sieht zwar noch einigermaßen schön aus. Sieht aus wie die. Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie die Grundschule. Shit's auch. Blossom City Elementary School. Na, die hat's ja einigermaßen verschont. So, was ist hier zu tun? Schwert? Jo. Was will er hier? Was tut er hier? Achso, es ist nur ein Pfeil, der mir zeigen will, wo es hergeht, wo es lang geht. Ich will die Dinger. Boah, was war. Wie weit bin ich denn jetzt vorbeigesprungen? Ja, das ist mal wieder dieses klassische Perspektivenproblem, dass man gar nicht so genau sieht, wo man sich im dreidimensionalen Raum befindet. Okay, die Engines der Virgin Victory gehen anscheinend gerade offline. Hallo, schon wieder vorbeigesprungen. Electronic countermeasures and magnetic shielding down. Oh, da ist auch noch was. Und da liegt auch noch was rum. Eine Platin Medal oder sowas. Komm, was hier ist, nehmen wir auch mit. Auch wenn wir die Level lange nicht vollständig haben. Das wäre dann echt meinem zweiten Durchgang anzugehen. Wo ist er? Ach so, solange die Bombe noch da liegt, deswegen geht's die ganze Zeit. Ich habe schon so ein bisschen gewundert. Ich glaube, solange die Bombe noch da liegt,
kann ich keinen weiteren Move ausführen mit den Leutchen. Ah. Genau, jetzt machen sie nämlich nichts. Okay, das erklärt auch, warum es noch dieses Item gibt, dass ich mehrere Morphs auf einmal ausführen kann, um dann solche Kombis zu nutzen. Das werde ich dann, glaube ich, auf jeden Fall... Pures Platinum, nicht schlecht. Das werde ich dann auf jeden Fall direkt, danach angehen, wenn mein Ausweichsprung Schaden macht. Fazai Rampid aus Malaysia. Highway zum Himmel. Peitsche. Achso, hier war, das war, genau das war's, ne? Oder? Ja, es ist nicht ganz drin. Ah doch, es war drin. Eine Wanderfigur Nummer 91. Oh nee, nicht schon wieder so eine Krabbe, ey. Die hasse ich ja wie die Pest. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, am besten ist es irgendwie, ihr auf dem Kopf rumzuhüpfen. Da wehrt sie sich aber auch ordentlich. Oder ist es einfach vorne das Gesicht? So, schnell weg da. Immer auf die Rübe. Und schnell runter, wenn er den da macht. Oh, hier unten sind noch so ein paar kleine Krabbenkinder. Ach, komm. Okay, man sollte auch nicht direkt unter seinem Gesicht kämpfen anscheinend. Weil er da ab und zu mal so scheiße auskotzt. Der hat aber auch Leben oder Panzerung, das gibt's gar nicht. Wo bin ich? Wo sind meine Jungs? Meine Jungs sind irgendwie weg. Die hat's hier irgendwie irgendwo hin verschlagen. Ui, muss ich da weg? What? Ich bin da hinten und krieg's noch ab. Immer schön ruft da, Jungs. Oh, ich glaube, der hat noch einen Lebensbalken dabei danach. Kann das denn wahr sein? Guckt euch das an, wie viel Leben der hat, ey. Ich glaube, es ist auch relativ egal, wo ich den treffe. Ich habe das Gefühl, ich mache immer gleich viel Schaden. Oh, jetzt stand ich mitten drunter. Das hat richtig krass Leben abgezogen. Ist er jetzt gerade irgendwie gestunt oder so? Okay, aber irgendwas hat mir Leben wieder gegeben. Wahrscheinlich, wenn ich die Kleinen hier unten bekämpfe. Die sind wahrscheinlich auch dafür gedacht, dass sie einem ein bisschen Leben wiedergeben, oder? Oh, jetzt habe ich es einmal wieder voll abgekriegt, weil ich in diesem Trommeln drin stand. Das war jetzt nicht so gedacht wie geplant. Oder nicht so ausgeführt wie geplant. Nein! Warum bin ich ein Gleiter?
Oh. Jetzt klappen aber meine Unite-Morphs gerade nicht mehr ganz so, wie ich es gerne hätte. Wahrscheinlich, weil ich auch einfach keine Leute mehr habe. Jo, dann haben wir ihn, glaube ich, fast. Ich sehe auch nicht die Form, die ich zeichne. Das ist auch ein bisschen ungünstig. So, jetzt könnte es soweit sein, oder? Nein, einmal will er noch. Ich treffe ihn nicht hier auf die letzten Meter oder er ist einfach hinüber. Das war nur Bronze. Also irgendwas scheine ich hier dann doch falsch zu machen. Es muss irgendwie schneller gehen. Vielleicht doch mit dem Hammer oder so. Ich weiß es nicht. Wobei ich eigentlich finde, dass ich ganz gut davon gekommen bin. Aber ich weiß es nicht. Schön. Ich kann hier Sachen knacken. Die Autos. Kann ich das mitnehmen, das Ding? Naja, theoretisch. Naja, auf der Virgin Victory scheint es nicht so gut zuzugehen. Naja, ich glaube, jetzt, wo ich hier so einen Schlangen... Wie werde ich das Ding los? So, ich brauche jetzt hier eine Peitsche. Ui. Was ist hier los? Warum habe ich jetzt die Hand? Ja, wahrscheinlich, weil ich mein Zeitlupenteil machen wollte und mich irgendwie verdrückt habe. So, ich kann ja eh nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Wahrscheinlich zu nah dran. Dieses Wonderful Walmart-Teil hier macht es auch nicht einfacher, den Kampf die Übersicht zu behalten. Boah, weg hier. Nee, so war es auch nicht gedacht gewesen. Das sollte die Peitsche werden. So. Wonderful. Warum habe ich denn immer noch die Peitsche? Ich wollte das hier haben. Autsch. So. Boah, das wäre so geil, wenn solche Ausweichsprünge dann auch mal Schaden machen würden. So, hinfort mit dir. Auch nur Silber. Okay, es muss doch noch ein paar Tricks geben, wie man ein paar Gegner schneller besiegen kann. Aber egal, wir haben unsere Operation ausgeführt und können uns jetzt hoffentlich ein Upgrade kaufen. Das wäre so nice. Oh, und ich habe eine... Well done, Team. In der Operation insgesamt eine Gold. Eine Goldstatue bekommen. Das ist echt selten. Gegnerische Waffe gehalten. Da frage ich mich immer noch, was ist das? Ich hatte zwischendurch die Klauen da in der Hand. Aber das scheint nicht die gegnerische Waffe gewesen zu sein, die es zu halten gilt. So, die kaufen wir uns jetzt. Haben sogar noch 100.000 übrig. Und ich würde sagen, als nächstes ist tatsächlich der Multi-Unite dran. Und dann der Formationsangriff. Beides für jeweils 500.000. Doch, Spiel speichern. Und dann geht's direkt weiter. The Wonderful 101. The Wonderful 101. Kann ich den Panzer hier weghauen? Nö.
Ist aber schon cool gemacht, ne? Dass es irgendwie zum Anfang zurückgeht, aber hier alles zerstört ist. Das sieht schon irgendwie cool aus. Ich finde generell, dass das Spiel cool aussieht in seiner Comic-Optik. Sie haben hier irgendwie ein ganz schön cooles Art-Design geschaffen. Warum sehe ich eigentlich schon wieder nichts? Danke. Und vor allen Dingen, ach, hier sind wir tatsächlich überall schon gewesen. Hui! An dieses Riesenrad kann ich mich auch noch erinnern, wo irgendwelche Goodies drin hingen und ich da irgendwie dreimal raufklettern musste, bevor ich alle da rausgefischt habe, weil irgendwie meine Wonderfuls immer die Plätze hinter mir belegt haben auf diesem Riesenrad. Warum ist da jetzt ein Hammer draus geworden? Nudelsuppe. So, was machen wir hiermit jetzt? Also, ich könnte es mir fast denken. Einmal Zeitlupe, aber hier ist auch noch was. Hallo? Die Gefangenen nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich habe Rang 19 erreicht mit der Unite-Pistole, die Wonderschleuder. Also springen und angreifen, der übliche Move. Okay, damit schießt er irgendwie so ein bisschen nach oben. Aber Pistole ist eh nicht so mein favorisierter Unite-Morph, muss ich sagen. Wonder-Zombie. Wonder-Zombie. Wie cool sieht er denn aus? Christopher Garfield. Was hat er? Eine Pistole? Kann ich hier rein? Aber ich kann meine Leute reinschicken. Nice. Irgendwas aus der Datenbank. So. Dann würde ich sagen, probieren wir doch mal. Nee, so nicht. Nee, so auch nicht. So auch. Hallo, es war doch gerade kurzzeitig die Zeitlupenbombe gewesen. War das richtig? Ja, ne? Ja, das ist alles irgendwie schlecht. Aber wo sind meine Jungs? Meine Jungs sind unten geblieben. Oh ne, da sind sie langsam. Die haben anscheinend nur ein bisschen länger gebraucht. Nein, das wollte ich nicht. Ja, das will ich. Victor Alma mit Clown. Er hat Satellitenschüssel als Hut. Also auch diese Special Wonderfuls, die sind teilweise schon witzig gemacht von der Optik. Achso, ich muss das Ding rausziehen. Ach, auch hier waren wir schon drin gewesen. Hier war doch auch so eine ganz, so eine ganz seltsame Rätselnummer oder sowas. Ich weiß es aber gar nicht mehr so genau. Ach nee, das ist der Eingang ins Stadion. Okay, jetzt sind wir da im Stadion. Wir können einen Panzer besetzen. Linke Kanone, rechte Kanone, Panzerbewegung anvisieren. Das ist wenigstens mal eine übersichtliche Steuerung. Naja. Aber auch wieder super unübersichtlich, dass ich, woher ich es hier teilweise abkriege. Und mit dieser umgekehrten Steuerung komme ich auch schon wieder null klar. Boah, sorry, wenn das auch immer ein bisschen ätzend aussieht, aber ich drücke immer nach unten und will nach oben gehen und dann geht er trotzdem noch weiter nach unten. Okay, aber den hier zumindest haben wir gleich. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr, dass das nur so eine Gimmick-Sequenz ist. Weil irgendwie ist das hier alles ziemlich sinnbefreit und die Steuerung ist auch nicht meins. Puh, ja, Gott sei Dank, das war's. Ah ne, so war's. Einmal den Schutzzellen bitte. Achso, ich muss hier eh draufhauen. Wie praktisch. Und jetzt hier rein. Solar Sail Output down 70%. Wo sind wir jetzt? Boah, es ist echt mega abgefahren. Ich habe auch mittlerweile null Orientierung mehr. Der Wonderböller. Was hat er denn als Unite Morph? Ist das auch die Zeitlupenbombe? Mitternachtsfeuerball, ja, sieht so aus. Hoppla.
So, ich muss schon aufpassen, dass ich nicht in die roten Dinger reinlaufe. Na gut, hier am Rand sollte nichts passieren. Oh, ne, dranbleiben wollte ich eigentlich schon. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob sich an diesem Kreis hier was auslösen lässt. Aber anscheinend nicht. Es ist sogar so gedacht, dass ich hier außenrum kletter. Okay. Und was haben wir hier? What the fuck? Was ist das? Hatten wir das schon mal? Achso, so eine Geheimmission. Ich hatte schon mal eine Geheimmission. Das Geheimmission 002 sollte tatsächlich keine weiteren gegeben haben. Oh nein. Kann hier auf jeden Fall jede Menge Leute einsacken. Ach so, ja richtig, ich mache ja jetzt Schaden. Das habe ich noch gar nicht so richtig ausprobiert, wenn ich hier durchspringe. Naja, so war es auch nicht gemeint. Oh nice, wie man Schaden dabei macht. Meine Wonderfuls. So. Auch das war so nicht gedacht gewesen. Was macht er da jetzt? Oh, sein Laserstrahl. So, so ist es schon eher gedacht. Weil ich mal wieder meine Moves hier nicht anwenden kann, weil hier irgendwelche Leutchen rumstehen. Upsala, er rotzt mich an. Wo sind meine Leute? Gold. So, war das schon die Geheimmission oder kommt noch mehr? Ne, das war anscheinend schon die Geheimmission. Dann nehmen wir noch die letzten Leutchen hier mit. So, haben wir jetzt alle? Ja, macht so den Eindruck. Ja, sehr nice. Geheimmission geschafft. Und sogar relativ gut. Oder war das Geheimmission 2 aus diesem Level? Und jeder Level hat irgendwie noch 2 oder 3 Geheimmissionen. Ich weiß es nicht. Wenn es so ist, habe ich bisher auf jeden Fall noch nicht so viele entdeckt. Warum hältst du dich nicht fest? Oh nein! Ja doch, wir haben es noch irgendwie festgehalten. Okay, ich glaube, den ignoriere ich. Die haben ja beim letzten Mal nicht so viel gebracht. Ich hole mir eben die Goodies, die hier rumhängen. Und dann würde ich sagen, hau ich einfach hier ab. Okay, es hat funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Bam! Können wir wieder rauszoomen. Danke, Spiel. Also das ist echt auch eine nervige Funktion, ne? Warum zoomt es manchmal so weit rein? Dann hat man null Übersicht und sieht echt null. Oh, ich brauche den Hammer. Oh, nicht die Peitsche. Das sollte der Hammer werden. Und das hat sich auch direkt gerecht, dass ich einmal daneben gehauen habe. So, wir haben jetzt auch den Hammer. Dieses Feuer, ey.
Mit die nervigsten Gegner im Spiel, muss ich sagen. Achso, ich wollte... ja, genau, ich erinnere mich hier an was. Genau, mit dem großen Hämmerchen geht's doch bestimmt viel besser. Ja, es macht auch so den Eindruck. Als wenn das große Hämmerchen mehr Eindruck hinterlässt. Ja, dann geht's viel schneller. Okay, gut zu wissen, dass es sich für den dann doch lohnt, auf den großen Hammer zu wechseln. Oh, jetzt zum Beispiel. Ja, aber Zeitlupe ist trotzdem nicht verkehrt. Ah, ich habe aus Versehen die Männchen eingesammelt. Oh, irgendwas hat mich jetzt im letzten Moment getroffen und ich kann mich nicht bewegen. Ich liege irgendwie auf dem Boden. Okay. Nochmal den Angriff. Roms und Roms und Roms. Nee, sowas nicht gedacht. So war es gedacht. Ja, und dann gehen sie doch auch relativ gut. So, hier brauchte man eher die Clown. Oh. Nicht die Peitsche. Achso, doch, die Peitsche brauchte man. Nee. Hier konnte man Pudding gegen machen. Und dann konnte man ihn aufmachen. Aus Versehen jemanden eingesammelt. Ah nee, Clown. Wanderschleuder. Sprung und dann machen wir das doch mal. Oh, nice, nice, nice. Autsch. Oh. Na, wenn in dem Moment alle meine Jungs auf dem Boden liegen und ich nichts machen kann. Hallo, warum kann ich ihn jetzt nicht aufmachen? Wo ist denn hier vorne? Das war eigentlich auch ganz okay für mein Empfinden. Naja, Bronze. Es geht so. Was ist das hier? Achso, man kann es mitnehmen und hier drauf werfen. So, ein paar Männchen einsammeln. Und jetzt an der Schraube drehen. Felix Fermentio aus Paraguay. Reparationshammer. Gut, wir brauchen den Hammer nicht zum Reparieren. Eher um hier ein paar Leuten eins auf die Fresse zu geben. Aber man kann mit dem Hammer bestimmt auch Sachen reparieren. So, irgendwas noch hier? Nee. Dann müssen wir jetzt wohl hier hoch. Oh nein, und sind hier wieder auf diesem Turm. Also das explodiert, glaube ich, nur, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Pures Platinum. Ja, man muss auch so ein bisschen wissen, was bei den Gegnern zu tun ist. Dann klappt es auch mit den Bewertungen. Das dann aber im nächsten Durchgang, den ihr leider nicht mitbekommen werdet. Oh mein Gott. Ach so, nee, wenn das Laserpanzer sind, dann machen wir doch den hier.
Oh, ja, man sollte natürlich trotzdem ein bisschen auf den anderen Panzer achten. Ach, Mann! Ja, dann machen wir es halt mit dem Schwert zu Ende. Wenn du mir den Faust-Move hier nicht gönnen willst, dann gönnt er ihn mir und ich renne mitten in den Laserstrahl rein. Gold! Ja, jetzt läuft es doch wieder ein bisschen mit den Bewertungen, weil keine ätzenden Gegner dabei sind, beziehungsweise bekannte Gegner, wo man ungefähr weiß, was man tun muss. Nichtsdestotrotz ist unsere Zeit schon wieder am Ende und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.